So. Es geht weiter mit BioShock Remastered. Willkommen zurück. Süß. Ich höre noch mehr Überwachungskameras. Hacken wir die erstmal. Hacking. Das ist mein Leben. YOLO. Sie ist leer. Oh nein. Die arme Drohne. Ich weiß nicht, wohin mit sich. Da ist zu. Sterben. Hier ist ja noch ganz viel Zeug. Eine Gitarre. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Herrlich. Liebe die Gefahr. Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite. Undenkbar! Komm ich da rein? Gar nicht. So, der Aufzug ist da. Dann mal nach oben. Und müssen draußen bleiben. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Allegro. Und er spielt ein schönes Lied. Versuch's ja, bitte! Noch einmal, junger Fitzpatrick! Nein, nein! Cohen, du krankes Arschloch, lass mich hier raus! Komm jetzt runter, kleine Motte. Heil Fitzpatrick. Des Künstlers ist, es einzufangen. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. So tot, wie er ist? Na gut. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen.
kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Unsere Zusammenarbeit? Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte, aber mich scheint wohl, ich habe keine andere Wahl. Komm schon. Okay. Mit Telekinese kann ich es, glaube ich, nicht holen. Drohne. Also. Neues Tonikum. Alarm Expert. Alarm Expert von Hexmart entschärft Sicherheitssysteme mithilfe von elektrischen Zusammensetzungen ihres Körpers. Probieren Sie noch heute. Was für eine herausragende athletische Leistung. Feuerbälle aufhalten, aber nicht alle. Naja, ich bin zurück. Das Tonikum, das zählt. Der Rest kommt. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt. Statt dass nur den Monarchen die Früchte aller Arbeit gehörten, sollten sie nun allen gehören. Und so kam ich nach Amerika. Amerika. Selbst seiner eigenen Arbeit erntete. Wo man von der Schärfe seines Geistes profitierte. Von der eigenen Muskelkraft. Von der Macht des eigenen Willens. Der Macht des... Hey! Der Macht des eigenen Willens. Siehst du's? Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon. Hab keine Angst. Berühre es. All seinen Macken und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Stimmt, ich muss 4 Splicer töten. Sind 3 Männer, alle einstige Schüler von mir, alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Such sie, kleine Motte, und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Ja. Dieser Vorschlag klingt zwar gut, aber es hat alles einen Haken irgendwie. Das sieht so abstrus aus einfach nur. Rapture geht vor die Hunde. Und warum? Wegen denen, die immer hinter den Kulissen wirken. In den Galerien von Soho. Sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Zweifler. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen.
haben. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Man könnte ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Die... Wie soll ich sagen? Die Anlehnung ist schon sehr scharfzüngig. Bitte? Noch ein Houdini-Splicer-Bild. Ich habe ja noch genug Auto-Hacker, dafür lohnt sich das. Okay, das waren alle. Mir ist sie auch nicht. So, dann suchen wir mal die anderen. Aber klar. In deinen Atems. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner! Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der eine Baby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden hier zu schicken. Da ist der Kerl, den wir gerade gehört haben. Der Hurensohn eingefroren. Will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Erstmal alles aufsammeln, was hier liegt. Armbrust. Die, glaube ich, letzte Waffe, die wir so kriegen. Wir haben ja schon Bolzen gekriegt zuvor und ich habe ja auch welche hergestellt, aber die Armbrust hatten wir noch nicht. Aber jetzt können wir die Armbrust auch unser eigenen Bolzen mit Stahlspitzen. Ähnlich wie den Shadow Warrior ist die schon ziemlich stark. Den Verbandskasten genommen, bin direkt tot. Finde ich echt geil. Lass deine Gegner mit Frostfield in der Kälte stehen. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Oh, da hat er sein Foto.
Einen toten Mann haben wir da. Mehr ist es dann auch nicht. Aber was verstehe ich schon über die Kunst? Ich Kunstbadause. Ja. Wir sammeln erstmal weiter fleißig Bilder. Die Waffe ist einfach so gut. Und wir waren gerade komm zurück, bitte! Ein Bouncer. Der kommt wie gerufen. Was können wir da noch hier so herstellen? Panzerbrechende Munition. Kann man nie genug haben. Ballenbolzen. Wollte ich aber selber nicht reinlaufen, aber Wärmesuchende werde ich noch brauchen. Ah, ist schon ready. Warum greifst du mich denn jetzt an? So nicht geplant. Mit dem McDaddy hätte auch anders laufen können. Fontaine wusste, dass unsere Leute kommen. Wir hatten keine Chance. Die Splicer kamen schreiend aus dem Hinterhalt. Sie spien Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen. Hab sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut. Ich hab Wärmesuchende voll. Armee. Das war so nicht geplant. Ja. Denke daran. Ja, okay, habe ich jetzt. Okay, da ist die Little Sister. Die Zeit gekommen ist,
Jetzt ist die Zeit gekommen. Bam. Okay, wo ist er? Ja, aber ich sehe ihn nicht. So, die erste beuten wir aus. Die andere retten wir und die andere beuten wir auch aus. Weil wie gesagt, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, aber... Haut wohl hin irgendwie. Die letzte habe ich gerettet, das weiß ich noch in Arcadia auch, glaube ich. Okay, jetzt kann ich endlich die Wärmesuchende mitnehmen. Dieser Arsch. Warum habe ich wen gestrichen? Denn der Spider-Splicer, ich sehe ihn gar nicht. Hier bin ich doch. Komm runter. Hier treffen wir, glaube ich, gleich schon den nächsten Probanden, den wir erledigen sollen. Aber erstmal fleißig wieder hacken. Ihr kennt das Spiel. Das gehört dazu. Das ist Business. Daily Business. Jede Kamera, die auf meiner Seite ist, ist ein Gewinn. Doggy, have a good home. Oh, die Damen. Ist das auch Sachbeschädigung? Bisschen Cash. So. Oh, das Waffen-Upgrade. Die Armbrust natürlich. Ein automatischer Spannjustierer verringert stark die Wahrscheinlichkeit, dass Bolzen beim Anschlag brechen. Schadensteigerung. Umspannungsbogen steigert den durch Armbrustbolzen verursachten Schaden. Yes. Sehr gut. Hab ich den Autohacker direkt wieder... Ah, drin. Besser sind weg, die da standen. Vielleicht sollten wir das Bild auch erstmal abgeben gehen. Ich gehe erstmal ins Atrium zurück. Ich
die die denn verlangen im Zirkus der Werte. Ja, klar. Ist hier schon der nächste Big Daddy mit einer Little Sister vielleicht? Da geht doch was ab. Erstmal in Gardoras Garden gehen. 160 habe ich. Plus Meat Slot. Ich will aber eigentlich Gesundheits- und Eve-Upgrade, dafür reicht's nämlich. Bin ich wieder auf Null. Aber ich möchte gerne meine Werte steigern. Ah, da ist Big Daddy mit einer Little Sister. Da muss ich ran. Bouncer habe ich noch gar nicht. Wörterschaden plus Bouncer sind anfällig für panzerbrechende Munition. Und die Little Sister. Zwei panzerbrechende Kugeln, das war's dann. Jawohl. Wo ist die Kleine? Die auch noch weinen und Gefühle empfinden, wenn die Big Daddies sterben. Die haben halt eine sehr enge Beziehung zu diesen Kreaturen, wenn man so will. Hennenbaum meldet sich wieder. Wo gehst du hin? Ja. Hat der Gatherer's Garden. Warte mal. Da kriege ich mein Geschenk. Sind hier im Garten, da darf man was erwarten. Darum suchst du das Besondere. Safecracker ist eines der beliebtesten Produkte von Smart. Hexmart, da es dir Zugang zu Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen. Werden sie zum Meister aller Stationen. Bringe den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Safes und Combo-Schlössern. Schon ziemlich geil. Security Expert. In Genbank lagern. So, 280 habe ich. Durch das Retten habe ich 80 bekommen und dann nochmal hier 200. Ein Technik-Tunikum-Slot nehme ich noch gerne. Dann packe ich nämlich das hier rein. So, ein Plasmid-Slot nehme ich noch gerne. So, Plasmid-Slots sind voll. Körper-Tunika-Slot und
Kampftonika-Slot. Was haben wir denn hier noch? Die Schritte. Erhöht die Forschungspunkte beim Fotografieren. Das nehme ich noch mit. So, das war's dann. Ich werde nochmal kurz speichern hier. Denn wir sind schon bei einer halben Stunde. Das heißt, hier ist erstmal Schluss mit Bioshock Remastered. Und es geht weiter in der nächsten Folge hier. Immer noch auf der Suche nach den Splicern, die wir für Cohen erledigen sollen. Hieß er Cohen? Hab schon. Und dann gibt es noch eine Little Sister hier. Ja. Die wir finden müssen. Und dann verlassen wir diesen Ort, sobald wir die alle Fotos haben. Beziehungsweise danach erwartet uns noch ein kleines Event. Also, bleibt dran, es wird spannend bei Bioshock Remastered.